Jo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren 100% Collectible Guide rund um Final Fantasy VII. Wir befinden uns im Kapitel Nummer 2 hinaus in die weite Welt und wenn wir das Kapitel hier betreten, dann bekommen wir direkt hier am Anfang auch schon unser erstes Kartendeck für Blut der Königin. Ja, der Guide ist wie gewohnt natürlich mit Timelinks versehen, so kannst du dich durchs Video klicken, falls dir vielleicht noch irgendwie was fehlen sollte. Falls du Fragen hast, stell die gerne über die Kommentare, ich gehe auf jeden Fall drauf ein. Und als Support würde ich mich natürlich mega über einen Daumen nach oben oder über ein Abo von dir freuen. Ja, hier siehst du jetzt, bekommen wir die Einführung in Blut der Königin. Das Ganze ist natürlich hier nochmal ein Tutorial, damit du weißt, wie dieses Kartenspiel funktioniert. Und wie gesagt, dieses Starter-Pack hier oder Starter-Paket, das bekommst du ganz automatisch. Und hier schauen wir uns natürlich auch nochmal kurz an, welche Karten das sind. Das ist zweimal der Gardist beispielsweise. Dann haben wir zweimal die Bienenkönigin, zweimal den Levricon. Dann haben wir hier unten noch zweimal den Kalmwolf und zweimal Auslöscher 2.0, zweimal Mu und zweimal Elfadunk. Und einmal ganz hier drüben haben wir dann auch noch den Zauberpott. Ja, das ist das Set, mit dem du reinstartest. Als nächstes sollten wir dann die Beziehungen ein bisschen zu unseren Begleitern verbessern. Und da gehen wir hier direkt mal in Richtung Hauptstory, folgen dem Ganzen. Sie sollen hier Richtung Zauberfibel. Und davor steht Aerith und mit ihr sprechen wir kurz. Und dann können wir nämlich hier, wenn wir das richtige Teil bzw. den richtigen Gesprächsfetzen wählen innerhalb dieses Dialogs, dann können wir nämlich hier auch unsere Verbundenheit ein bisschen verbessern und das sollten wir auf jeden Fall tun. Das ist auf jeden Fall super wichtig, dass wir natürlich da das Ganze steigern. Hier nimmst du klar, warum nicht, das wählst du aus und dadurch wirst du jetzt gleich sehen, hat sich das Ganze hier noch ein bisschen gesteigert und sie freut sich an der Stelle und alles ist gut. Ja, genauso machen wir das natürlich auch jetzt als nächstes mit Tifa und sie ist auch hier im Zentrum von Kalm unterwegs und zwar hier an dieser Location. Wundere dich nicht, dass ich jetzt hier zweimal dieses Rein-Rauszoomen hatte, da habe ich erstmal ein bisschen mit der Map gespielt, habe versucht, ob man das irgendwie anders noch darstellen kann, aber ich denke, so passt das. Ja, hier Tifa ist direkt hier vor einem ziemlich impulsanten Gebäude und da sprechen wir mit ihr und hier müssen wir jetzt im Prinzip ja nur diesen Dialog wählen, dass wir ihr vor diesem Gebäude, vor diesem Tank damals ein Versprechen gegeben haben. An dem Ort, wo ich dir das Versprechen gegeben habe. Genau, das müssen wir auswählen und dadurch wird auch hier die Verbundenheit entsprechend erhöht. Als nächstes machen wir das natürlich dann auch noch mit Barrett und dafür schauen wir uns das Ganze natürlich auch wieder auf der Karte an. Und wo sollte Barrett sonst sein, außer in der Taverne, beziehungsweise hier unten in dieser Kneipe. Und dafür sind wir auch wieder hier an diesem impulsanten Gebäude im Zentrum von Kalm. Und dann gehen wir einfach nur hier nach unten. Und da sitzt er auch schon. Und dann können wir hier mit ihm reden und können das Ganze noch ein bisschen auffrischen, was so unsere Verbundenheit betrifft. Dadurch, dass er hier am Frühshoppen ist, können wir dann hier auch erstmal den Dialog wählen, dann gebe ich dir einen aus. Darüber freut er sich scheinbar sehr und die Verbundenheit wurde hier ein bisschen gesteigert. Ja, ist natürlich super wichtig, dass wir das am Anfang hier schon mal so mitnehmen. Das pusht natürlich das ein oder andere hier zwischen unseren Begleitern auch schon. Ja, und als nächstes sollten wir uns jetzt hier an den Ort machen, wo wir Nene finden. Und hier haben wir nämlich die Möglichkeit, auch direkt unser erstes Blut der Königin-Spiel zu bestreiten, beziehungsweise eines von, ich glaube, 3 oder 4, das wir hier machen können. Ja, hier musst du natürlich jetzt einfach nur schauen, dass du entsprechend dann gewinnst. Und wenn das passiert ist, dann bekommst du hier auch die Blut der Königin-Karte Kaktor. Das ist eine weitere Karte, die sich jetzt in deinem Set befindet. Du kannst das Ganze jetzt ein bisschen aufmischen. Und als nächstes müssen wir hier zu Flenny. Und Flenny wird stärker, je mehr er flennt. Irgendwie so hat er das zumindest gesagt. Und ja, auch gegen ihn müssen wir natürlich Blut der Königin gewinnen, um eine weitere Karte zu bekommen. Und das ist aber am Anfang relativ easy, da braucht man sich nicht zu viele Gedanken machen. Hier siehst du jetzt 24:0 haben wir ihn weggeputzt, das heißt, er hat besonders groß geflennt. Und dann haben wir hier Castagnette als, ja, als Karte bekommen. Dann müssen wir uns jetzt hier hinten an den Händler zu dem Krämerladen bewegen. Und da gibt es nämlich jetzt nochmal weitere Sets. Also nicht nur einzelne Karten, sondern weitere Sets. Ich glaube, insgesamt bekommt man 8 Karten. 2 Sets, je 4 Karten und ja, die sollten wir uns jetzt hier holen und das kostet natürlich ein paar Gil an der Stelle
Und da müssen wir jetzt mal schauen. Hier haben wir das Ganze. Du bekommst den Sturmgardist, Bioratte, Teufelsreiter und Pudding. Wenn du hier den Unterdrücker Booster Pack dir kaufst, den holen wir natürlich für 500 Gil. Und dann gibt es auch noch den Booster Pack Wilde Raufbolde. Da bekommst du den Grenadier, Mandragorode, Quetzkotal und ja, die Namen, das sind die Zungenbrecher des Jahres auf jeden Fall. Die solltest du auf jeden Fall alle mitnehmen und dann sollte hier auch nichts schief gehen. Als nächstes gehst du zu Zahira und sie hat hier sich so eine kleine Burg oder so einen kleinen Wall um sich gebaut aus ein paar Kartons. Ja, da müssen wir erstmal durch. Das freut sie nicht wirklich, aber sie wird sich auch nicht freuen darüber, wenn wir sie natürlich jetzt hier im Spiel Blut der Königin wegputzen. Und auch hier haben wir sie besiegt und auch hier gibt es natürlich eine neue Karte. Und das ist die Nummer 17, der Schrille. Die nehmen wir natürlich mit und dann gehen wir hier als nächstes hier unten in diese Ecke, das ist ganz im Süden hier von Kalm. Und du siehst hier auch wieder, das ist in der Nähe vom Eingang vom Kalmmarkt. Und hier unten, wo so eine kleine Bühne ist, da in der Ecke, da gibt es noch eine Truhe. Und da ist ein Ausrüstungsgegenstand drin, den wir natürlich mitnehmen sollten. In dem Fall das Stirnband. Ja, super wichtig, dass wir natürlich das auch nicht vergessen. Nehmen wir mit, gucken uns das Ganze nochmal kurz an, worum es sich da genau handelt. Siehst hier, das ist im Bereich Kraftreif. Und dann gibt es hier das Stirnband und schützt während im Kampf vollständig vor dem Zustand oder vor einem Zustand. Und das ist natürlich ganz cool, wenn wir das mitnehmen. Ja, als nächstes bewegen wir uns dann hier Richtung Ausgang. Wir können hier Kalm noch nicht verlassen, aber wir können jetzt hier zumindest an der Stelle mit Red reden. Und das machen wir natürlich auch. Und auch hier sollten wir natürlich schauen, dass wir unsere Beziehung verbessern. Und hier bedanken wir uns bei ihm dafür, dass er uns geholfen hat, unterstützt hat. Und ja, das passt. Und damit ist auch hier die Verbundenheit entsprechend gesteigert worden. Als nächstes folgst du dann weiter der Story und du kommst dann automatisch hier an den Punkt. Du siehst, wir haben jetzt die große Map soweit freigeschaltet. Wir sehen jetzt hier die Graslandregion. Und dann gibt es hier unten die alte Anlegestelle. In diese Richtung musst du sowieso. Und dann wirst du hier an diesem Punkt ganz automatisch an einer Kiste vorbeikommen. Und die ist super wichtig, denn hier bekommen wir ein weiteres Schwert, beziehungsweise auch ein besseres Schwert an der Stelle. Und das ist natürlich ganz cool. Wir bekommen nämlich hier die Prachtklinge. Und was an der Geschichte auch noch ganz gut ist, das ist natürlich, wenn du jetzt entsprechend Materia zum Beispiel noch dabei hast, die du verteilen kannst, dann würde ich dir auch empfehlen, hier direkt das Ganze natürlich dann auch in dem dritten Slot, der jetzt hier zur Verfügung steht, zu machen. Denn ja, nicht nur diese Waffe ist schon besser als natürlich das Panzerschwert, sondern wir haben hier einfach die Möglichkeit natürlich auch einen weiteren Materia dann entsprechend zu verbessern, wenn wir das einfach ausgestattet haben. Hier schauen wir nochmal, wir haben jetzt leider nichts weiter übrig zu dem Zeitpunkt. Wenn du jetzt natürlich irgendwo schon was gefunden hast oder irgendwo schon was bekommen hast, dann rüste das einfach aus. Als nächstes geht's dann an die Chocobo Farm und da haben wir hier ganz am Anfang mit Bill gesprochen und das machst du alles, du folgst hier sowieso der Story und bevor du jetzt hier irgendwie erstmal in diese große Halle hineingehst, in die große Scheune, gehst du außen rum, kannst du natürlich auch später machen, aber ich habe es direkt hier am Anfang mitgenommen, denn hier hinten, da ist noch eine Kiste. Und wir schauen natürlich auch mal hier auf der Map, wo sich das Ganze befindet. Du siehst, wir sind unten von diesem Anlegeteil, von dem Sumpfgebiet. Da sind wir jetzt direkt hier nach oben, weil wie gesagt, das war im Rahmen der Story dann das Nächste, was wir machen mussten. Und wir bekommen hier eine Chocobo-Feder. Und das ist auch ein Ausrüstungsgegenstand, deshalb gucken wir uns das natürlich mal an. Das befindet sich auch hier im Bereich Kraftreif, ja, da wo wir den Kraftreif finden, bei den Accessoires sozusagen. Und hier haben wir die Chocobo-Feder und das ist natürlich auch ganz cool, wenn wir die mitnehmen. Ja, als nächstes gehen wir hier in Chloes Farmladen und dann gibt es hier hinten direkt, also in dieser großen Scheune, da gibt es dann den Stab der Ewigkeit. Und das ist eine Waffe, die wir nicht direkt benutzen können. Ich hatte da erst gedacht, vielleicht können wir das irgendwie ausrüsten. Aber wir haben natürlich Schwerter. Deshalb, das ist wichtig für Eris, dass sie das mitnimmt. Ja, wir können das bei ihr nämlich dann auch entsprechend ausstatten.
Und du siehst, ich habe hier einfach mal ein bisschen durchprobiert, geguckt, wo können wir das Ganze verteilen. Und auch hier siehst du, es kommt ein zusätzlicher Slot zustande für Materia. Das ist natürlich sehr gut. Und wenn du halt Materia hast, dann starte das aus. Du folgst jetzt weiter der Story und du musst als nächstes Pico fangen. Du musst ihn bekommen, das ist hier alles im Rahmen der Hauptstory. Ich habe das jetzt hier an der Stelle einfach mal mit drin gelassen. Denn es macht jetzt keinen Sinn, sich irgendwie hier mit Sidequests irgendwie schon zu beschäftigen, die irgendwo weiter weg sind auf der Map, sondern fang wirklich erst Pico, so kannst du auf Nummer sicher gehen, dass du natürlich auch schnell dich auf der Map fortbewegen kannst. Ja, und hier wollte ich das einfach nur nochmal zeigen. Du siehst, wir bekommen ihn jetzt hier sozusagen. Und dann müssen wir als nächstes zurück auf die Chocobo-Farm und dort sprechen wir dann automatisch mit Chadley. Und ja, von ihm bekommen wir jetzt unter anderem hier diesen Transmitter. Wir bekommen auch die Funktürme erklärt. Und das sind alles Dinge, die sind jetzt im Prinzip ultra wichtig. Das ist auch das, womit du wahrscheinlich die meiste Zeit in dem Gebiet die Graslande jetzt hier verbringen wirst. Denn da wirst du doch einiges jetzt zu tun haben, die einzelnen Türme alle freizulegen. Denn es sind nicht nur Türme, nein, es sind natürlich auch hier in der Graslandregion dann noch weitere Sachen, wie zum Beispiel Kampfplätze. Es gibt dann Esper-Kristalle, es gibt Lebensquellen, es gibt dann später auch noch die Fotosubstanz. Das ist auch noch super wichtig, auch im Zusammenhang mit einer Trophy. Und ich habe das jetzt hier einfach komplett mal so drin gelassen, um dir das natürlich auch hier jetzt nochmal zu erklären. Und du wirst später sehen, der Berichtsfortschritt, das ist das A und O. Der führt auch zum regionalen Analysefortschritt und ja, da musst du einfach jetzt diese ganzen Funktürme hier freilegen. Ein freigelegter Funkturm führt dazu, dass das Areal sozusagen gescannt wird und du siehst, es ploppen dann weitere von diesen Markierungen auf. Und all diese Markierungen musst du natürlich abgehen. Das alles führt dazu, dass du Grasland-Daten bekommst und für 10 Daten kannst du dann beispielsweise hier Glutfrost-Materia kaufen oder Automagie oder Morphen oder Autospezialfertigkeit. Und am Anfang hast du jetzt hier nur 20 von diesen Datenpunkten auf deinem Konto, dadurch, dass du diesen ersten Turm gerade eben freigeschaltet hast. Und dann kannst du halt hier entsprechend dir schon mal was kaufen. Ich empfehle dir auf jeden Fall, diese natürlich dann auch entsprechend auch direkt auszurüsten, zu vergeben, die du dann gekauft hast, damit die natürlich gelevelt werden. Du siehst, als nächstes gibt es dann hier auch noch den Kampfsimulator in der Übersicht. Und da ist es jetzt ultra wichtig, dass du auch wirklich hingehst und dich schon mal ein bisschen daran orientierst, was ist wichtig, um entsprechend hier dann diese Kampfherausforderungen, diese Kampfprogramme im Kampfsimulator freizuschalten. Denn hier siehst du nämlich auch, als Belohnung bekommst du dann Preise wie zum Beispiel Titanmateria, Heilmateria, Erstschlagmateria und so weiter und so fort. Du kannst bei diesen Herausforderungen dann deine entsprechenden Begleiter wählen, aber du musst natürlich auch erst diese ganzen Voraussetzungen, die hier jeweils gezeigt werden, die musst du erst freischalten. Und hier ist besonders wichtig, die Kampfherausforderung blendendes Licht, ne, beziehungsweise kenne deinen Feind. Denn dafür musst du hier insgesamt 16 Gegner analysiert haben. Und darauf solltest du jetzt besonders achten, wenn du die einzelnen Türme, die einzelnen Funktürme, die einzelnen Kampfplätze und so weiter freischaltest. Nachdem du mit Chadley gesprochen hast, gehst du dann als nächstes nochmal zurück zu Billy. Und du bekommst hier von ihm die Chocobo-Pfeife dafür, dass du natürlich dann auch Pico zum Beispiel rufen kannst. Und dann würde ich dir als nächstes empfehlen, geh nach draußen und mach direkt schon mal das Chocobo-Rennen. Denn dadurch hast du nämlich die Möglichkeit, natürlich dann auch noch, ja, zum Beispiel den Mondsichel-Talisman zu bekommen. Das ist eine Belohnung, wenn du das Rennen absolviert hast. Und dafür musst du, meine ich, unter 35 Sekunden sein. Das ist relativ gut machbar. Und um das Ganze natürlich auf Profi abzuschließen, musst du diesen Run hier innerhalb von 30 oder unter 30 Sekunden absolviert haben. Dafür braucht man 2-3 Versuche, aber ich denke, das ist eigentlich relativ gut zu machen. Muss natürlich aufpassen, dass man hier bei diesen Laternen relativ nah natürlich dran ist, sodass der Checkpoint zählt, aber natürlich auch nicht so nah dran ist, sodass man im Prinzip mit Pico kollidiert und dadurch dann nicht weiterkommt. Du siehst hier, das war wirklich saueng, ja, aber es hat gerade noch funktioniert
Und dadurch haben wir das Ganze so abgeschlossen und haben auch hier entsprechend dann die ganzen Belohnungen bekommen. Du siehst hier, Mondsichel Talisman bekommst du, wenn du unter 40 Sekunden bist. Also von daher, das ist relativ easy zu machen. Wir schauen uns das Ganze hier nochmal ganz kurz an. Natürlich auch im Inventar, damit hier nichts verloren geht oder vergessen geht. Und da siehst du nochmal Mondsichel Talisman. Ja, und das verringert den Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv angesteuert ist. Dann gehst du am besten hier hinten auch nochmal kurz zu Chloe an den Laden und sprichst mit ihr, denn du kannst hier bei ihr dann auch direkt schon eine weitere Sidequest aktivieren. Es gibt zum Beispiel ja hier so Sidequests, die mit so blauen Punkten markiert sind. Geh nicht hier unten Richtung die Sümpfe, denn wenn du da zu weit gehst, dann kommst du quasi dann ins nächste Kapitel. Und so musst du dich jetzt hier im Prinzip ja erstmal so ein bisschen voranarbeiten. Du siehst, hier gibt es noch eine Sidequest Goldfedern, dann gibt es natürlich auch in Kalm noch was und hier gibt es dann diese Sidequest, diesen Marke zur Blumenwiese. Wenn du das dort oben abgeschlossen hast, du musst dann ein paar Blumen finden und so weiter und so fort, dann wirst du zu Chloe zurückkehren und da bekommst du dann natürlich auch wieder eine Belohnung. Du bekommst jetzt hier zum Beispiel Mysterium der Planeten, Band 1 für Eris, die natürlich auf solchen Kram steht. Deshalb sammeln wir das natürlich auch alles ein. Und ja, das ist natürlich alles, wie gesagt, super wichtig, damit wir natürlich auch die 100% bekommen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine ganz coole Sidequest. Und die Sidequests sind natürlich auch dafür gut, dass du deine Verbundenheit zu den einzelnen Teammitglieder natürlich auch verbesserst. Insgesamt gibt es während deines Aufenthalts innerhalb von Kapitel 2 in der Graslandregion 5 Sidequests, also 5 Aufträge. Und wenn du dann den ersten Auftrag abgeschlossen hast, wie jetzt in meinem Fall Blumen vom Hügel, dann bekommst du dafür die Bronze-Trophy Alleskönner Reloaded. Ansonsten machst du jetzt erstmal weiter. Du versuchst jetzt komplett den regionalen Analysefortschritt und Berichtsfortschritt auf 100% zu bringen. Das bedeutet, du wirst alle Empfangstürme, alle Funktürme erstmal freischalten, um natürlich dann auch Kampfplätze freizuschalten oder Esper-Kristallplätze oder Lebensquellenplätze. Und dann gibt es zum Beispiel auch Protosubstanzplätze noch. Das sind alles so Sachen, die schaltest du nach und nach frei, wenn du sozusagen dann die Funktürme auch freischaltest. Auch hier der Mogri der Graslande, das ist ein ganz besonderer Platz, auf den gehen wir gleich nochmal etwas genauer ein. Den schaltest du auch frei. Im Verlauf werden dann immer neue Point of Interests freigelegt, wie zum Beispiel so eine alte Siedlung oder jetzt hier in dem Fall ein spezieller Kampfplatz. Und bei all deinen Begegnungen mit den einzelnen Gegnern solltest du immer absolut im Fokus haben, dass du jeden Gegner analysierst. Bedeutet also, dass du mit Cloud natürlich auch den Analysematerie ausgerüstet hast und dann wirklich alles nochmal scannen kannst. Dann haben wir hier unten natürlich den Missionsmarker, an dem es weitergeht ins nächste Kapitel. Das solltest du erstmal verhindern und nicht an diesen Punkt gehen. Ja, und wie erwähnt, solltest du definitiv den Mogri-Bau hier an diesem Spot, den solltest du im Auge behalten, denn hier gibt es auch nochmal ein paar speziellere Sammelobjekte, sage ich mal, und die bekommst du nur mit Mogri-Medaillen. Wenn du das erste Mal hier freilegst, dann wird es so eine kleine Jagd geben, bei der du an sich schon ein paar Medaillen bekommst. Mit denen kannst du dann hier zum Beispiel dieses Materia-TP-Boost hier freischalten. Das ist ein Ohrring in dem Fall, den du ausrüsten kannst. Dann gibt es hier beispielsweise aber auch Einführung in die Schwertkunst Band 1. Das ist etwas, was du freischalten kannst. Das freut an der Stelle, meine ich, besonders Aris. Und ansonsten, ja, kannst du natürlich hier auch dafür sorgen, dass wenn du jetzt nicht mehr genug von den Mogri-Medaillen hast, dass du hier einfach dieses kleine Jagdspiel immer wieder wiederholst. Ansonsten gibt es diese Medaillen auch auf verschiedenen Funktürmen oder in gelben Drohnen innerhalb der Open World zu finden. Also halt da einfach immer Ausschau. Ja, und wenn du, wie gesagt, hier diese kleine Jagd abgeschlossen hast, für jedes Mal bekommst du dann sozusagen nochmal eine Medaille. In dem Fall war es jetzt so, ich habe es noch 6 Mal machen müssen, weil mir noch 6 Medaillen gefehlt haben, nachdem ich eigentlich schon so weit in der Open World fertig war. Ja, und wie gesagt, damit konnte ich dann in dem Fall hier auch noch den letzten Schwertkampfband, war das glaube ich, kaufen. Und ja, das ist auf jeden Fall super wichtig, gehört auch zu den Sammelobjekten in dem Sinn, beziehungsweise ja zu Punkten, die wir einfach hier, um die 100% zu erreichen, mitnehmen. Ja, hier das Kampfkunstband Nummer 1.
Als nächstes holen wir uns den Ogre-Armreif als Accessoire. Den findest du hier unten in der Graslandregion, sprich in dem Gebiet, in dem es dann eigentlich Richtung Kapitel Nummer 3 gehen würde. Und hier kommst du auch im Rahmen von deiner Suche rund um oder das Freischalten rund um die einzelnen Gebiete, sprich rund um den regionalen Analysefortschritt und so weiter und so fort, kommst du automatisch sowieso hier vorbei und dann kannst du auch hier natürlich gerne das mitnehmen. Hier gibt es insgesamt, glaube ich, 3 Schätze in dieser Region und da musst du halt einfach nur schauen, dass du natürlich auch hier den Ogre-Armreif, dass du den natürlich dann an der Stelle auch noch mitnimmst. Als nächstes machen wir uns auf den Weg in dem Hafen der Graslande, das Materia Meister der Gegenstände zu holen. Und zwar, das finden wir hier unten, da habe ich den Spot schon mal freigelegt. Bei dir wird das wahrscheinlich noch zugedeckt sein. Du musst nämlich erst wirklich bis unten in diesen Tunnel, in diese Höhle hier hineingehen, damit sich das Ganze auch auf der Map so freischalten lässt. Und ansonsten ist es natürlich auch wichtig, dass du auf deinem kompletten Streifzug durch die Graslandregion, wie erwähnt, jeden Gegner, den du triffst, analysierst. Dafür musst du, wie erwähnt, natürlich bei Cloud auch das Materia für die Analyse mit eingesetzt haben und dann musst du in den Kämpfen natürlich immer schauen, dass jeder Gegner auch analysiert wird. Als nächstes holen wir uns mit unserem Chocobo eine PlayArts Action Modell Sitzbank. Das ist ein kleiner Schatz, den du auch wiederum hier in diesem Wüstengebiet rund um die Graslandregion finden kannst. Und hier gibt es unterhalb von Kalm auch wieder so einen kleinen Hasenbau. Und Hasenbauten sind ja ein Indiz dafür, dass du mit dem Chocobo da etwas finden kannst. Das bedeutet also, mit dem D-Pad drückst du einfach nur nach oben, hältst es gedrückt und in der Nähe vom Hasenbau, wenn quasi dieses Fragezeichen über dem Chocobo stattfindet, kannst du dann dadurch den Schatz wittern. Wenn du dann nach unten drückst, gräbst du ihn aus und in dem Fall war das jetzt hier der zweite Schatz, den ich gefunden habe und dadurch bekommst du dann eine Trophy, da liegt der Hase im Pfeffer. Andere Schätze oder andere Dinge wirst du ganz automatisch bekommen, wenn du hier diesen regionalen Analysefortschritt bzw. generell diese Funktürme und alles soweit abarbeitest. Und hier in dem Fall, wie gesagt, haben wir jetzt einen Schlüsselgegenstand erhalten. Das ist in dem Fall diese PlayArts Action Modell Sitzbank. Und das Gute ist, ganz viele Dinge bekommst du relativ automatisch, indem du einfach weiter Funktürme oder Kampfplätze freilegst, absolvierst und damit im regionalen Analysefortschritt voranschreitest. Und jetzt haben wir hier mal so ein Beispiel von einem Funkturm. Ich lasse das einfach mal komplett mit drin, damit du siehst, wie du natürlich auch den Scan dann auszuführen hast. Du musst natürlich auch bei Cloud als Materia-Analyse ausgerüstet haben. Und ja, am besten lässt du dich hier nicht so verprügeln von den einzelnen Gegnern. Und wenn du dann hier entsprechend natürlich auch das Ganze aufgeladen hast, dann kannst du hier auch einen Gegner scannen. Und aber wie gesagt, du brauchst als Materia natürlich Analyse, sodass das Ganze funktioniert. Und dann haben wir jetzt hier den Leverikon und dann als nächstes haben wir hier auch noch ja, den wilden Wolf oder wie er heißt, hier wilbelnde Klaue. Den haben wir mitgenommen, beziehungsweise nein, den Kalmwolf, den haben wir mitgenommen. Genau, so heißt er. Ja, und die musst du alle gescannt haben, dafür, dass du natürlich auch diese 16 Scans erfolgreich hinter dich gebracht hast. Und das ist halt einfach super, super wichtig, dass du da wirklich drauf achtest, wenn du die einzelnen Funktürme freilegst, Kampfplätze, Esper-Kristalle, wobei da wirst du nur auf dem Weg noch ein paar Gegner haben, Lebensquellen, da wirst du auch auf dem Weg ein paar Gegner haben, aber auch Protosubstanzen, wenn es dann da vielleicht den ein oder anderen Gegner noch gibt, da musst du einfach schauen. Einfach alles analysieren. Es ist super wichtig, dass das nicht vergessen geht. Ja, und dann legst du natürlich auch immer bei den einzelnen Funktürmen die Signale frei, kletterst immer nach oben, denn oben gibt es dann meistens auch noch die ein oder andere Belohnung. Wie gesagt, hier sehen wir jetzt einfach nochmal an diesem kompletten ausführlichen Beispiel, dass das Ganze dann immer so freigelegt wird. Du siehst, hier kommen jetzt dann sozusagen neue Point of Interest dazu. Und Daten wurden an Chatly übermittelt, auch das. Und du siehst, so füllt sich dann nach und nach dieser komplette Balken. Und ganz nach oben klettern, habe ich ja schon erwähnt. Da solltest du auf jeden Fall schauen, dass du natürlich hier meistens dann diese Kisten noch ja, zerstörst. Denn dafür gibt es noch Mogri-Medaillen. Und die sind auch nicht unwichtig, die kann man später gebrauchen. Wenn du dann alles komplett, ja, absolviert hast, dann bekommst du natürlich hier auch zum Beispiel noch eine Trophy Professor Dr. Weltbericht, alle Weltberichte in eine Region angelegt und hier in dem Fall haben wir dann sogar auch noch die Fotosubstanz der Backbande bekommen
Und das schneide ich jetzt hier an der Stelle raus. Und siehst, hier gibt es noch eine Trophy für die ganze Nummer. Aber da gibt es jetzt auch noch eine kleine Zwischensequenz. Da möchte ich aber nicht spoilern. Deshalb habe ich die hier rausgeschnitten. Ja, dann hast du die Graslandregion sozusagen auch abgeschlossen. Hast komplett alles auf 100%. Und möglicherweise wirst du dich an dem Punkt dann wundern, warum du allerdings nur 14 von 16 analysierten Gegnern hast, wenn du bei Chatley in der Kampfsimulation in der Übersicht schaust. Und das liegt daran, dass wir jetzt als nächstes noch ein paar Sidequests erfüllen müssen. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Also wir sind bei Chatley, schauen uns das Ganze hier in der Kampfsimulation nochmal an und da wirst du sehen, wir haben sozusagen alles freigeschaltet. Es gibt sonst nicht mehr großartig ein Schloss bei irgendwelchen Dingen, außer bei diesem einen rund um die Lebensformen. Und ja, da müssen wir jetzt einfach nur schauen, dass wir hier für Kenne deinen Feind natürlich auch die letzten beiden Gegner noch analysieren. Und wie gesagt, es wird bei dir wahrscheinlich so aussehen, dass hier 14 von 16 steht. Und jetzt solltest du als nächstes nicht verzweifeln, sondern solltest die ganzen Sidequests, sofern du die noch nicht gemacht hast, natürlich auch noch mitnehmen. Dafür findest du zum Beispiel natürlich auch in Kelm, also in unserer Hauptstadt hier in der Graslandregion, noch ein paar Sidequests. Da solltest du einfach nochmal schauen. Ich habe jetzt hier an der Stelle einfach mal geguckt, wo könnte es hier noch was geben, was könnten wir noch machen. Wie gesagt, geh hier einfach nochmal nach Kelm und schau einfach, da gibt es nämlich dann noch das Missionsboard direkt im Zentrum und da gehen wir als nächstes nämlich nochmal hin und da können wir uns nämlich dann auch noch ein paar weitere Missionen abholen und das ist halt super, super wichtig, dass wir das natürlich auch machen. Und im Rahmen dieser Missionen gibt es nämlich dann auch noch weitere Gegner zu scannen und jetzt haben wir hier zum Beispiel direkt im Zentrum den Bürgermeister von Kelm angetroffen. Und mit ihm müssen wir sprechen. Ich habe das Ganze jetzt so geschnitten, dass wir dann im Prinzip innerhalb dieser Mission an den Punkt kommen, an dem es dann wichtig ist, noch einen Scan durchzuführen. Denn du siehst hier, da wird auf einmal so ein Magic Mushroom wach und da Barrett, der warnt uns schon, Cloud, Achtung. Und hier haben wir den Giftkronpilz und den müssen wir natürlich auch nochmal scannen. Und das wäre dann in dem Fall die Nummer 15, also in meinem Fall die Nummer 15 von 16 und wie gesagt auch hier das Ganze analysieren, also wenn ich scannen sage, dann ist das natürlich auch gleich mit analysieren gemeint. Ja, und dann kommst du zurück, gehst wieder zum Bürgermeister, schließt das Ganze ab, dieses Sidequest, und dann gehst du hier in Kelm im Zentrum, auch nochmal dort, wo der Eingang ist, zu dieser Taverne, wo wir ganz am Anfang mit Barrett gesprochen haben. Da gibt es dann dieses Missionsboard, von dem ich gerade eingangs nochmal gesprochen habe, und da kannst du dann sehen, hier gibt es zum Beispiel die verlorene Karte. Makomangel in Kelm, das war die Mission rund um den Bürgermeister, und Angst ums Vieh. Wenn du diese abgeschlossen hast, diese insgesamt drei Missionen, dann tut sich hier auch noch eine weitere, eine vierte auf. Du kannst die alle parallel zueinander aktivieren, also alle annehmen. So werden die ganzen Missionsmarker dann auch auf der Karte angezeigt. Und ja, du kannst dann entsprechend dem Ganzen nachgehen. Wie gesagt, musst einfach nur schauen. Jetzt hier in dem Fall gibt es zum Beispiel direkt hier unten beim Barkeeper die verlorene Karte. Und die sollten wir mitnehmen. Natürlich, denn da wird sich auch gleich weiter in der Graslandregion dann ein Missionsmarker auftun und dann können wir das auch entsprechend abschließen. Und zwar musst du dann als nächstes hier oben in diese Ecke und hier gibt es nämlich Torrens Kartenladen und da kommst du dann hin. Also du musst erstmal dieser Mission, dieser Sidequest soweit folgen. Du kommst dann irgendwann hier hin, musst hier natürlich auch wieder ein Blut der Königin Battle absolvieren, muss das Ganze schaffen und du bekommst dann die Karte Nummer 107, Chocobo und Mogri. Diese Karte gehört dir dann aber noch nicht, du musst dann erst später wieder zurück zum Barkeeper. Aber wenn du hier schon bei Torren bist, dann solltest du auf jeden Fall nochmal bei ihm schauen. Er hat nämlich noch weitere Karten im Angebot und da solltest du auch gleich zwei Stück nochmal mitnehmen. Das bedeutet also, sprech hier mit ihm und deshalb habe ich das auch relativ spät gemacht, denn wir brauchen hier echt nochmal ein paar Gil natürlich, um das Ganze mitnehmen zu können. Und hier siehst du dann auch nochmal jeweils 500 Gil für die Karte Titan und für den Schokomoppel.
Und beide nehmen wir natürlich mit. Das ist die Karte 98 und die Karte 108. Und wie gesagt, beide kaufen wir hier an der Stelle. Und die sind aber auch dann direkt uns. Also da müssen wir nicht nochmal irgendwie falschen beim Barkeeper oder so. Und apropos Barkeeper, wie gesagt, wir gehen natürlich jetzt auch wieder zurück zu ihm für die Karte für Chocobo und Mogri, für die spezielle Karte. Und hier siehst du, wenn du mit ihm gesprochen hast, dann überlässt er sie dir. Und erst dann gehört sie dir auch wirklich. Und ich glaube, vorher kannst du die gar nicht spielen. Also von daher, du musst erst diesen Auftrag wirklich abschließen. Und dadurch hast du halt jetzt auch noch ein paar super wichtige weitere Sammelobjekte natürlich mitgenommen. Als nächstes gehen wir hier oben in das Gebiet Olivers Farm. Denn hier gibt es nämlich dann den nächsten Auftrag für uns. Und zwar hier unten, da ist der Questmarker. Und da geht es jetzt um den Auftrag Angst ums Vieh. Und hier ist es jetzt super wichtig, dass du das Ganze natürlich machst, denn du wirst hier mit dem Chocobo zusammen eine Fährte aufnehmen. Und dann gibt es hier hinten nämlich einen weiteren einzigartigen Gegner oder besonderen Gegner, und zwar den Grimmwolf. Und auch den musst du wieder analysieren. Und wenn du den analysiert hast, dann hast du hier wirklich alle 16 Gegner in der Graslandregion auch gescannt und du hast dann dadurch diese zusätzliche Kampfsimulation, ja, oder die eine der Voraussetzungen für die zusätzliche Kampfsimulation freigeschaltet. Außerdem bekommst du hier im Rahmen dieses Sidequests dann auch den Eulenreif und auch das ist natürlich ein super wichtiges Ausrüstungsteil, das du dir auf jeden Fall mitnehmen solltest und du siehst auch die Verbundenheit zu Red, die wird entsprechend noch verbessert. Jetzt siehst du auch hier, es gibt dann neue Aufträge für die Graslande. Das bedeutet also, wir gehen zurück nach Calm, ins Zentrum. Und hier siehst du dann auch an dem Infoboard, an dem Missionsboard, da gibt es jetzt wirklich auch einen neuen Auftrag. Adäquate Windnutzung. Und das ist auch eigentlich ganz wichtig, dass du das relativ am Ende machst. Denn du brauchst jetzt gleich ein paar besondere Gegenstände, um natürlich auch das ein oder andere hier abschließen zu können. Du musst jetzt erstmal hier zu Brodens in der Herberge oder zu Broden in der Herberge und mit ihm musst du reden und dann musst du sozusagen weiter der adäquaten Windnutzungsmission diesem Auftrag weiter folgen. Du kommst dann ganz automatisch hier oben in diese Region, also in dieses Gebiet. Hier siehst du nochmal den Marker und du musst hier mit Mildred sprechen. Und das Gute ist, du hast jetzt dadurch, dass du wirklich die komplette Region, also den Analysefortschritt, Berichtsfortschritt auf 100% gebracht hast, hast du so Synthesechips bekommen oder bestimmte Bauteile und die musst du jetzt mit Synthese erstmal zusammenbringen. Und dafür brauchst allerdings Stufe Nummer 4. Du siehst jetzt hier, du brauchst nämlich dieses Windmühlenbauteil und dafür brauchst du die Synthesestufe 4. Und diese Stufen werden natürlich nur dann freigeschaltet, wenn du entsprechend viele Dinge auch synthetisiert hast. Bedeutet also, du fängst jetzt zum Beispiel an und stellst einfach mal hier zum Beispiel einen Heiltrank her. Ja, dadurch gibt es dann entsprechende Erfahrungspunkte oder hier ein Gegengift gibt wieder 10 Erfahrungspunkte, ein Wachmacher 10 Erfahrungspunkte und nach siehst du dann natürlich auch hier in der Synthesestufe, hier in der Mitte vom Bildschirm, dann was sich dann als nächstes freischaltet. Wir sind jetzt hier bei Stufe 3, müssen jetzt hier mal schauen einfach, was wir noch freischalten können und deshalb ist es auch super wichtig gewesen, das Ganze spät zu machen, denn du brauchst natürlich hier entsprechende Ressourcen, entsprechendes Material. Und wenn du durch die Welt jetzt die letzten 5, 6, 7, vielleicht auch 10 Stunden rund um die Graslandregion gestriffen bist, dann hast du genug Zeug mitgenommen, damit du natürlich hier auch alles herstellen kannst. Du siehst, ich habe dann hier einfach nochmal einen Heiltrank hergestellt oder so einen Mix-Heiltrank. Einfach nur, damit wir natürlich das Ganze hier bis auf Stufe 4 freischalten. Und dann kannst du nämlich hier auch das Windmühlenbauteil herstellen und dadurch kannst du diese Mission dann abschließen. Wie gesagt, du brauchst aber natürlich auch diese ganzen Synthesechips. Also das sind ja auch alles Dinge gewesen, die du im Rahmen deiner Mission, also das waren ja zum Beispiel diese Ausgrabungsweltberichte, in dem Rahmen hast du das bekommen in den verlassenen Siedlungen. Und dann gehst du einfach zurück zu Mildred, gibst ihr dieses Bauteil und sie bringt damit die Windmühlen wieder zum Laufen. Und dadurch hast du nämlich jetzt erst die Möglichkeit, hier noch
einen weiteren Materiastein zu bekommen. Denn ansonsten hättest du den vorher nicht erhalten können. Das ist sozusagen dann einfach an der Stelle nochmal die Belohnung. Man sieht das jetzt hier so ein bisschen, und zwar, dass ja, diese Windmühle, die fängt an, sich zu drehen, und hier, ja, das hätte man natürlich auch gut übersehen können, aber an der Stelle gibt es dann auch hier nochmal einen Materiastein. Und du siehst hier oben, ich habe es einfach nochmal auf der Karte gezeigt, und in welche Sidequest sich das Ganze hier stattfindet oder holen lässt. Und dann siehst du hier hinten, gehen wir einfach um die Ecke. Und da unten liegt es auch schon, wir nehmen es mit und haben damit Materia behandeln bekommen. Ja, natürlich auch super wichtig, dass wir das mitgenommen haben. Und dann, ja, gehen wir jetzt zurück und gehen hier wieder nach Calm, gehen wieder zurück und schließen natürlich auch diese Sidequest dann entsprechend noch ab. Und dann ist es jetzt gar nicht mehr viel. Wir haben das im Prinzip jetzt alles soweit abgeschlossen. Wir schauen dann auch gleich nochmal in unsere Übersicht hinein. Und dann wirst du sehen, gibt es jetzt hier in der Region, in der Graslandregion, für uns erstmal nichts weiter zu holen. Wir bekommen jetzt hier auch nochmal von Broden ein Windhalstuch. Das war jetzt sozusagen, ja, mehr oder weniger das letzte große Sammelobjekt für uns. Und damit haben wir auch diese Sidequest adäquate Windnutzung abgeschlossen. Und ja, du siehst auch wirklich, jetzt hier können wir zurück zu Shadley. Und hier können wir natürlich jetzt hingehen und können erstmal die ganzen Belohnungen natürlich, die wir im Rahmen vom Kampfsimulator bekommen, die können wir jetzt mitnehmen. Und da gibt es natürlich ordentlich was an Materia. Und hier siehst du jetzt, können wir natürlich erst nochmal was kaufen für ein paar weitere von den, ja, Regionspunkten, die wir bekommen haben. Und da nehmen wir natürlich auch entsprechend diese beiden noch mit. Hier Morphen und Autospezialist, oder ja, wie es hieß jetzt hier. Und dann müssen wir jetzt im Prinzip nur noch in den Simulator hinein. Und da schließt du jetzt sozusagen jede der Herausforderungen ab. Und du erhältst dafür entsprechend natürlich dann Materia. Du bekommst Titan, Erstschlag, Ausdauer, Provozieren, Heilen 2. Dann kriegst du Feindtechnik in Stufe 1 mit Schallwellen. Das musst du auf Stufe 2 verbessern, damit du dann natürlich auch rund um blendendes Licht auch wirklich die Herausforderung freischalten kannst. Da bekommst du dann Plasmaentladung, dann gibt es noch den TP-Boost, dann gibt es Glut, Gewitter, Frost, Luft, MP-Boost und effizientes Blocken. Und all das, ja, dauert so roundabout 10 Stunden, in denen du hier wahrscheinlich die Region dann auseinandernehmen wirst, alles mitnehmen wirst. Und an der Stelle haben wir dann wirklich so gut wie auch alles. Wenn du jetzt wirklich noch den letzten Stuff mitnehmen möchtest, dann gibt es zum Beispiel hier an Bills Farm am Rastpunkt, da gibt es noch einen Automaten, an den kannst du auf jeden Fall nochmal schauen. Da gibt es auch noch Materia bzw. das ein oder andere Accessoire. Da musst du auch immer mal schauen, das Ganze kannst du mit dem Verkaufsautomat an Olivers Farm auch immer nochmal vergleichen. Da gibt es dann möglicherweise auch nochmal so Rabatte, wie jetzt hier in dem Fall bei Stehlen, bei dem Stehlen Materia hier an Bills Farm. Und da kannst du einfach immer mal schauen. Ansonsten gibt es natürlich hier auch Heiltränke und so weiter. Vielleicht hast du das auch das ein oder andere Mal schon benutzt. Und wie gesagt, ansonsten hier Accessoires. Alles, was du jetzt im Endeffekt noch nicht im Besitz hast, das solltest du einfach hier an der Stelle nochmal mitnehmen, damit du es einfach schon bei dir trägst. Also es schadet ja an der Stelle nicht. Und du solltest sowieso genügend an Gil an der Stelle bei dir rum oder mit dir rumtragen, sodass es auf jeden Fall kein Problem ist. Also du wirst auf jeden Fall genug Kohle mit dir rumtragen können. Und hier hast du zum Beispiel diesen Knochenarmreif gesehen. Ich meine, der ist bei Olivers Farm, ist der nochmal ein bisschen günstiger. Als nächstes geht es dann jetzt hier ins nächste Kapitel. Und hier an der Stelle wird es eine kleine Zwischensequenz geben. So viel darf ich dir schon verraten. Und danach kannst du dann hier an der Stelle anlegen, gehst ans Ufer. Und dann musst du hier nur schauen, da sind ein paar Orks, die da rumlaufen, das ist aber nicht weiter wild. Und dann ist dort eine Truhe und in der Truhe ist natürlich noch weiteres Zeug, was wir wollen. In dem Fall ist es dann jetzt hier das Großkaliber für Barrett und das nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Wir schauen uns das Ganze auch nochmal kurz an. Und dann haben wir in dem Sinn alles innerhalb von diesem Kapitel Nummer 2 mitgenommen. Ja, es ist nicht viel, was man so in der Open World
finden muss oder suchen muss, aber es ist relativ viel Arbeit, die mit sich kommt, um entsprechend natürlich den Regionsfortschritten alles komplett auf die 100% zu bringen. Ja, auf jeden Fall macht das richtig viel Spaß hier, das Ganze. Du siehst jetzt hier nochmal kurz im Überblick, wie wir das Ganze beenden, wenn wir aus Kapitel Nummer 2 herausgehen. Wir werden eventuell später nochmal in dieses Gebiet hier zurückkommen und da wird es dann vielleicht auch nochmal eine weitere Nebenmission geben, aber das siehst du dann in den weiteren Folgen. Also, bis dahin, bleib gerne mit einem Daumen nach oben und einem Abo am Start und dann hoffe ich einfach, dass du bei dem nächsten Guide wieder mit dabei bist. Also, viel Spaß noch beim Spiel, hau rein und bis dahin, mach's gut!